Kann ich Ihnen helfen? Daffy Duck, ich bin hier, um meine Visitenkarten abzuholen. Wie läuft's denn so mit der Zauberei? Großartig, jede Menge Magie, Sprüche, sowas in der Art. Das macht $215.25. Ist in der Summe das Datum mit drin? Kreis, reduziere dich! Reduziere dich! Hi! Komme sofort. Tja, das war eine Lüge. Eine Sekunde noch. Eins. Ich hab doch gesagt, ich komm gleich. Was ist bloß mit diesem Land passiert? Niemand beeilt sich mehr. Das ist der Grund, warum Kanada die Nase vorn hat. Was denn? Du hast ein Kind? Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass du mich belügst. Ich hab gedacht, ich kenne dich. Ich hab gedacht, du wärst meine Freundin. Dir hab ich mich geöffnet, hab die Hose runtergelassen. Ich hab dir vertraut. Aber von jetzt an nicht mehr. Kannst du es hören? Das ist der Klang der Ziegelsteine, die zu einer Mauer werden. Streich meine Nummer aus deinem Register. Für mich bist du von jetzt an gestorben, tot. T-O-H-T. Tot. Das ist nicht mein Kind, es ist das von meiner Schwester. Ich passe nur drauf auf. Oh, sie ist entzückend. Sie ist ein Junge. Sah aus wie ein Mädchen. Ich weiß auch nicht. Naja, vielleicht sollte ich kündigen. Ja, kündige. Sollte ich auch machen. Meine Schwester war auf der Kosmetikschule. Vielleicht wäre das auch was für mich. Ich mache eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Was sagst du dazu? Wofür auch immer du dich entscheidest, ich werde da sein, um dich zu unterstützen. Denn das tue ich immer. Dich unterstützen. Ich regle das. Ich glaube, wir nehmen doch noch einen Nachtisch. Wollten Sie die in Farbe oder in Schwarz-Weiß? Ah! Hab ich eine Beule auf meinem Schnabel? Oh ja, und sie ist riesig. Ist mir gleich als erstes an dir aufgefallen. Eine Beule auf meinem Schnabel, das geht nicht. Ich gestatte mir keine Unvollkommenheiten, denn ich bin es, der vollkommen ist. Wovon redest du bitte? Im Grunde bist du die Unvollkommenheit in Person. Nenn mir eine Perfektion an dir. Worauf klotzen Sie so? Auf meine Beule habe ich recht. Nein, sehen Sie mich nicht an. Ich bin ein Monster. Ja, ups, tut mir leid. Ich wollte Ihnen keine Beule verpassen. Niemand nimmt sich mehr die Zeit, sich zu entspannen. Das ist der Grund, warum Kanada die Nase vorn hat. Oh, Gott sei Dank bist du zu Hause. Jemand hat sich im Laden krank gemeldet und ich brauche eine Vertretung. Kannst du auf ihn aufpassen? Oh, das ist schade. Ich kann nicht. Ich hab zu tun. So, was denn? Du hast keinen Job. Ich hab haufenweise Arbeit hier im Haus. Es ist Bugs Haus. Ich hab meiner Freundin versprochen, ihr auszuhelfen. Ich bin deine Freundin. Tja, dann werde ich auf das Baby aufpassen. Tja, ich würde mal sagen, der Schuss ging nach hinten los. Und wenn ihm irgendwas passiert, während ich weg bin, dann bringe ich dich um. Ich kann auf ein Baby aufpassen. Ich war selbst mal ein Baby. Glaube ich. Eigentlich habe ich gar keine Erinnerung mehr an die Zeit, bevor ich 15 war. Du hast deinen Chef umgebracht! Was? Sicher, du bist unglücklich in deinem Job, aber ich hätte nie gedacht, dass du so weit gehst. Ich meine, wer könnte es dir verübeln? Um einen Streit zu schlichten, wer hat da nicht schon mal an einen Mord gedacht? Ganz unter uns, ich mit Sicherheit. Die Leiche, wo ist sie? Wir müssen sie wegschaffen. Duffy! Das ist ein Perückenkopf. Heute war mein erster Tag in der Kosmetikschule. Es wurde niemand ermordet? Wie öde. Entschuldige, dass ich unseren Abend damit verbringe, Hausaufgaben zu machen. Oh, waren wir heute verabredet? Mach dir keinen Kopf. Nächstes Mal lädst du mich zum Essen ein, dann sind wir quitt. Was wird denn das? Ich versuche, einen Pony zu schneiden.
Oh, es ist unmöglich. Lass mich mal ran. Bitte schön. Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung, hab's einfach gemacht. Schaffst du auch einen Bob und einen französischen Zopf? Ja? Hi, ich bin nicht sicher, ob Sie sich noch an mich erinnern. Sie sind der Zauberer, stimmt's? Donnerwetter, Sie erinnern sich? Nein, wie könnte ich Sie vergessen? Ihr Scheck ist geplatzt. Was? Da werde ich wohl mein erstes Wörtchen mit meinem Bankberater sprechen müssen. So, hiermit ist es aus der Welt geschafft. So weit, so gut, Tina. Ich wollte mal fragen, ob Sie heute Abend zufälligerweise nichts vorhaben, was Sie wahrscheinlich haben, weil Sie super aussehen. Aber sollten Sie aus irgendeinem Grund nichts vorhaben, würden Sie dann eventuell keine Panik, wenn Sie nicht können? Ich wollte nur mal gefragt haben, vielleicht mit mir ausgehen? Mit mir? Ja, liebend gern. Sie können dem Kerl nicht verübeln, dass er's versucht. Ich hab gesagt, ich würde liebend gern mit Ihnen ausgehen. Ist das Ihr Ernst? Klar, das wird sicher lustig. Großartig, ich hole Sie um 8 ab. Bring dich nicht in Umlauf, man würde dich verhaften. Sie werden am nächsten Dienstag fertig sein. Aber der Flohmarkt ist dieses Wochenende. Ich hab gesagt, nächsten Dienstag. Was wird das denn? Was willst du hier? Wir machen nur einen kleinen Spaziergang. Zu dieser Tageszeit kann es sein, dass er ein bisschen nervös wird. Man nennt das Geisterstunde, das hast du vermutlich nicht gewusst. Sein Lieblingsschnulli. Wow, ich bin beeindruckt. Wo, was machst du da? Meine Schicht ist zu Ende. Schon fertig? Wie wär's, willst du nicht länger arbeiten? Spätschicht, Nachtschicht obendrauf? Ich meine, das muss doch metern, wenn du die Karriereleiter nach oben willst. Wir gehen in den Park. Du hast deine Schmusedecke vergessen. Wo willst du denn hin? Du hast deine Hausaufgabe vergessen. Ich fahr zur Arbeit. Vor dir steht nämlich die gerade ernannte Junior Assistant Managerin vom Copy Shop. Brian wurde gefeuert, er hat Tinte gestohlen. Was ist mit der Kosmetikschule? Was ist mit unserem Traum? Das war nie mein Traum. Ich war noch nicht mal gut darin. Du musst nur noch einen Test machen, bevor du staatlich geprüfte Kosmetikerin bist. Ich will keine staatlich geprüfte Kosmetikerin sein. Schöne Dauerwelle. Aber da du dich mit Haaren so gut auskennst, lass du dich doch zum Friseur ausbilden. Oh, hallo Tina. Hey, ich will Duffy abholen. Wir sind verabredet. Toll, ist das eine Timmel? Huh? Oh ja, das ist meine Marke. Timmel. Du hast doch gerade Timmel gesagt, oder? Woran arbeitest du? Ich will ein Regal anbringen. Oh, das klingt aber gar nicht gut. Alles in Ordnung. Ich bin sicher, ich habe gerade einen Balken getroffen. Das war kein Balken. Das war entweder die Verteilerdose oder die Wasserleitung. Danke für deine Hilfe. Aber ich weiß, was ich tue. Ich meine, immerhin bin ich Nobelpreisträger. Na, siehst du? Wieso gibt's kein Wasser? Es war die Wasserleitung. Was machst du denn hier? Wir sind verabredet. Warst du nicht deshalb unter der Dusche? Nein, ich hab mir den Rücken mit Erdnussbutter bekleckert. Wann läuft denn das Wasser wieder? Also zuerst muss er die Rigipsplatten abnehmen, dann das beschädigte Rohr entfernen und durch ein Verbindungsstück ersetzen. Dann die Rigipsplatten wieder anbringen, sie spachteln und streichen. Ich könnte das für euch machen, aber das würde ein paar Tage dauern. Gleich ein paar Tage? Aber so lange kann ich nicht ungeduscht bleiben. Das ist ja ganz was Neues. Seit wann duschst du denn so oft? Es geht ums Prinzip. Wenn ich schon Miete bezahle, dann will ich, dass alles einwandfrei funktioniert. Du bezahlst keine Miete. Das werd ich auch nicht. So lange nicht, bis das repariert ist. Wo bitteschön soll ich jetzt wohnen? Beim YMCA geht's nicht mehr. Lange Geschichte. Wie wär's? Du könntest bei mir wohnen. Lieber nicht. Erst wenn da ein Ring am Finger steckt. Hier, sieht so aus, als würdest du das brauchen. Hey, meine Augen sind hier oben. Ist ja total abgefahren. Stoffservietten, schön, was? Du bist eine wunderschöne Frau. Du bist der Inbegriff von Grazie, Stil und Weiblichkeit. Du bist meine beste Freundin. Deine beste Freundin? Wir kennen uns doch gar nicht. Oh, Augenblick. Wenn ich mit dir zusammen bin, habe ich das Gefühl, jeder Tag ist ein Valentinstag. Außer am richtigen Valentinstag, den wir von jetzt an Super-Valentinstag nennen. Liest du da etwa irgendwas ab? Nein, ich muss es... Was alle Frauen hören wollen. Welche Frau will denn so einen Quatsch hören? Lola.
Lola! Ich habe dich gerade gefragt, ob wir uns eine Vorspeise teilen. Oh ja, sicher, ja. Was immer du willst, Duffy. Ich heiße Bugs. Hä? Ich bin Bugs. Na schön, willst du eine Medaille? Du bist erwachsen. Du brauchst doch kein Drehbuch. Wir müssen uns erst mal richtig kennenlernen. Erzähl mir was von dir. Okay, na mal sehen. Was willst du wissen? Ich bin reich, sehr reich. Aber ich tue auch Gutes. Ich helfe armen Leuten, Waisen, Walen und so weiter. Ich hab's schon begriffen. Wenn du mir nichts von dir erzählen willst, dann lass mich es mal versuchen. Du bist ein unsicherer kleiner Freak, der ständig bei allem lügt und sich darüber hinaus vermutlich jeden Abend in den Schlaf weint. Wow, du bist gut. Ich nehme mal an, das Lied ist beendet. Hey, komm zurück und entspann dich. Es ist noch nicht beendet. Du hast doch gerade all die schrecklich wahren Dinge über mich gesagt. Du bist wie ein verlassenes Gebäude, das eigentlich abgerissen werden müsste. Du weißt schon, zerbrochene Fensterscheiben, Ratten laufen herum und eine wirklich abscheuliche Abwassersituation. Aber wenn die richtige Person kommt und etwas sauber machen würde, vielleicht wäre es dann ja möglich, das abstoßende Gebäude in etwas weniger Abstoßendes zu verwandeln. Bist du diese Person? Du hast Glück, ich stehe nämlich auf solche Projekte. Und ich bin das abstoßende Gebäude? Ja. Ist das herrlich, das ist das Netteste, das je jemand über mich gesagt hat. Er mag das nicht, wenn du das machst. Du hältst die Flasche falsch, das ist nicht mal der richtige Sauger. Wir sind auf Sojamilch umgestiegen. Lass mich das machen. Was ist denn bloß los mit dir? Ich sag dir, was mit mir los ist. Du denkst, dass das, was du machst, wichtig ist, weil du arbeitest. Ich arbeite mindestens genauso hart wie du und bekomme nicht mal einen Gehaltscheck. Du hast nie einen Gehaltscheck bekommen. Ich bin so sehr beschäftigt mit ihm. Ich kann dir nicht mal sagen, wann ich das letzte Mal geduscht habe. Du hast doch noch nie geduscht. Und zwar nur, weil ich Wasser sparen will. Der Punkt ist, ein Kind großzuziehen ist harte Arbeit und es ist doppelt so hart, wenn man es allein machen muss. Ich habe ein Schlafdefizit. Du kennst ihn doch erst einen Tag. Du weißt ja nicht mal, wie das Baby heißt. Sein Name ist nicht Baby? Wo ist Baby? Zachary! Zachary? Baby ist ein besserer Name als Zachary. Geräumig ist er, das muss man sagen. Er mag es nicht, wenn du das machst. Entzückend. Tina, du hast dich selbst übertroffen. Vielen Dank. War ein hartes Stück Arbeit. Ihr Haar ist wie Stroh, das nicht mal ein Esel fressen würde. Aber wie ich immer so schön sage, Extensions, brasilianische Haarglättung und Platin-Highlights können alle Mängel verdecken. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sie haben sich soeben Ihr Kosmetikerinnen-Zertifikat verdient. Herzlichen Glückwunsch, Tina. Duffy? Tina? Ich meine, das ist meine Zwillingsschwester, Greena. Was machst du denn hier? Ich bringe meine Perückenköpfe zurück. Gegenfrage, was machst du hier? Dürfte ich erfahren, was hier vorgeht? Es tut mir leid, ich bin nicht Tina Russo. Na schön, wer sind Sie dann? Wer ich bin? Ach, wissen Sie, bis vor kurzem wusste ich die Antwort darauf selber nicht. Aber jetzt weiß ich sie. Sie müssen das verstehen. Mein ganzes Leben lang war ich gezwungen, unter hässlichen Menschen zu leben. Ich war hilflos, konnte nichts dagegen tun. Aber jetzt, dank dieser Klingen, habe ich die Macht, alles Hässliche wegzuschnippeln. Mit nur einem einzigen Haarschnitt. Also, Sie fragen mich, wer ich bin? Ich werde es Ihnen sagen. Ich bin Daffy Duck, Friseur aus Leidenschaft. Was? Magst du keine Hummersuppe? Tch, ich lass dir was anderes kommen. Etwas für den weniger anspruchsvollen Gaumen. Also, wo ist denn Dicky? Womit kann ich bitte schön dienen?
Dicky, was machst du denn in diesem Aufzug? Lass dich nicht mit dem Bediensteten ein. Das ist hoffentlich mein Brot und meine Butter. Ja, Sir. Der Lady schmeckt die Suppe nicht. Bringe ihr etwas anderes. Mit der Suppe ist alles in Ordnung. Die Butter ist hart! Was? Ich habe gesagt, die Butter ist hart! Weil es jemand versäumt hat, sie weich werden zu lassen, bevor er das Essen serviert hat. Es tut mir leid, ich war mit der Crème Brûlée beschäftigt. Aber, und, aber er ist nicht so beschäftigt, sich Ausreden einfallen zu lassen. Oh, das hat weh getan. Ich wette, das hat es, weil sie hart ist. Duffy! Misch dich da nicht ein, Tina. Das ist eine Sache zwischen mir und meinem Butler. Er ist nicht dein Butler. Dicky, du bist nicht sein Butler. Ich weiß nicht. Ich hab so gern Gesellschaft. Und das sind Brötchen aus dem Supermarkt! Au! Natürlich sagst du au, die sind hart wie Stein! Au! Dicky, was machst du denn? Du lässt ihn derart auf dir rumtrampeln. Das ist dein Haus. Sei ein Mann! Du hast recht. Was? Ich hatte sowieso die Nase voll davon, das zu tragen. So ist es schon besser. Wenn diese Absteige keinen Butler zu bieten hat, dann kann ich auch in meine alte Absteige zurückkehren. Und ich weiß ganz genau, dass du meine Seidenshorties in den Trockner getan hast. Du klingst wie ein Schweinchen. Nabend, mein Name ist Kath Ruck. Ich bin heute eure Kellnerin. Lola, du arbeitest hier? Yep, ich arbeite schon seit dem Tag meiner Geburt hier. Kann ich euch was bringen? Die Bestellung hat schon jemand anders entgegengenommen. Wow. Das ist meine Mucke. Willst du tanzen? Wedel es ein. Tina, hier ist Duffy. Triff mich in einer Stunde im Sunset Room. Und leg Farbe auf. Ich bin auf der Suche nach meinem Freund. Ist eine kleine schwarze Ente. Eine Ente? Also, ich bin mir nicht sicher, was das war, aber wir haben es ganz nach hinten gesetzt. Ziemlich exklusiv für Lunch. Gibt's einen Anlass? Ich bin der Anlass. Wie ist das denn passiert? Ich hab mir den Schnabel machen lassen. Siehst du? Keine Beule. Du hast dir dein ganzes Gesicht versaut, nur um eine blöde Beule loszuwerden? Bescheuert siehst du aus! Wenn ich so bescheuert aussehe, wie du sagst, wie kommt es dann, dass mich alle anstarren? Weil du bescheuert aussiehst. Duffy, ich mochte deinen alten Schnabel. Aber mein alter Schnabel war leider unvollkommen. Und wenn es um meine Erscheinung geht, gestatte ich nun mal keine Unvollkommenheiten. Du siehst aus wie ein alter Ackergaul ohne Oberlippe. Ich stand auf deine Beule. Ich mag all deine Unvollkommenheiten. Naja, nicht alle. Deine Unvollkommenheit ist das, was dich ausmacht. Dich. Und ich mag dich. Oh, jetzt begreife ich es. Du bist eifersüchtig, weil ich diesen perfekten kleinen Schnabel habe und du diesen riesen Albtraum. No! Ruf sofort Dr. Weisberg an! Danke nochmal fürs Aufpassen. Ich möchte eine Familie mit dir gründen. Was? Mir ist nun endlich klar geworden, weswegen ich auf dieser Erde bin, um Mutter zu sein. Oder war es, um einen Frozen-Joghurt-Laden zu eröffnen? Ja, das ist es. Genau deswegen bin ich auf dieser Erde. Ich werde für meine Garnierung bekannt sein. Nein, keine Garnierung, nur Joghurt. Der beste Joghurt. Dafür werde ich bekannt sein. Mit ganz vielen Geschmacksrichtungen. Bitte schön, frisch gedruckt, deine neuen Visitenkarten. Staatlich geprüfter Kosmetiker. Ist ziemlich cool, mit einem staatlich geprüften Kosmetiker und Friseur auszugehen. Tja, ich find's auch ziemlich cool, mit der Junior Assistant Managerin des Copy Shops auszugehen. Ich finde, das geht nicht so leicht über die Lippen wie staatlich geprüfter Kosmetiker und Friseur, oder?
beste Freunde.